Servus und hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. In den letzten beiden Folgen haben wir dieses wunderbare, schreckliche Etwas kreiert. Ich hab mir tatsächlich überlegt, ob ich die Folgen schneiden soll. Allerdings hatte ich eine vollgeplante Woche, von daher wäre ich nicht zum Aufnehmen gekommen bis jetzt. Also habe ich mir gedacht, du tust das einfach reintun, weil du hast keine Zeit wirklich zum Aufnehmen. Andererseits dachte ich mir, dass es eigentlich bestimmt interessant ist, einfach mich komplett verzweifelt zu sehen. Also ich bin wirklich... ich habe keine Worte dafür einfach. Das war echt nicht so geil, wie ich dachte. Es war einfach echt nicht geil. War es einfach nicht. So, was sind denn unsere Ziele? Okay, Szeneriebewertung brauchen wir mehr. Gibt's irgendwo so eine Hilfe, mehr oder weniger, wie man die Szeneriebewertung kriegen kann? Kann ich das irgendwo nachschauen? Geht das eventuell? Diagramme, Ticket, vielleicht Parkbewertung im Detail. Szeneriebewertung, wie kann man die denn steigern, ist die Frage. Wahrscheinlich einfach, indem man wesentlich schönere Attraktionen macht. Etabliert und neu. Ja. Also hier unten haben wir eigentlich schon recht viel geschaffen, was Dekoration angeht. Hier, das ist die Orangenplantage. Die fehlt noch ein bisschen. Da können wir doch noch was Schönes hinbauen. Das wäre doch mal was. Okay. Was machen wir da Wunderschönes hin? Die Natur ist eigentlich schöner als so irgendwas anderes. Was könnten zu Orangen passen? Gibt es vielleicht solche Orangenbäume oder sowas, was in die Richtung geht? Weil Orangenbäume haben hier eher sowas... also das Laub... Es ist ja ein Laubbaum, ne? Eventuell gibt es irgend sowas, was ein bisschen was zum... Ja, Mittelmeerraum... geben könnte. Bis jetzt gefällt mir irgendwie nichts davon so wirklich hundertprozentig. So eine Eiche, das ist halt, das ist nicht ein Orangenbaum. Esche? Schon eher, aber immer noch nicht das Wahre, weil ich glaube, Orangenbäume sind ja wirklich einfach bloß so sowas in die Richtung, bloß in größer. Oder? Oder sind die auch so klein? Ich mache jetzt mal das so hin und mache da wie so einen kleinen Hain hin. So als ob hier so die Orangenplantage wäre. So, eventuell können wir dann noch mit Zäunen das Ganze so ein bisschen abgrenzen. Dass es alles aussieht, als ob es wirklich wie so eine kleine Mini-Plantage wäre. Oh Gott. Plötzlich... Uhrzeitwechsel. Ganz schnell geht es. Oh mein. Also, hier drüben dann noch. Und hier, dann drehen wir das auch nochmal so ein bisschen. Mir ist tatsächlich eine Story eingefallen. Ich erzähle mir. Oder es ist so als etwas, über was ich mich ein bisschen aufregen möchte. Also. Ich liebe Freizeitparks und Volksfeste, Rummel, alles drum und dran. Ich bin als Kind und als Teenager immer so gerne immer hingegangen. Allerdings, ja, gehe ich heutzutage nicht mehr so gerne hin, weil ich war eigentlich immer jemand, der ich bin gefühlt alles gefahren. Wirklich alles. Und meine Lieblingsattraktion war damals Topspin. Ich weiß nicht, vielleicht eventuell gibt es das ja auch. Ich habe es irgendwann mal gesehen, aber ich glaube, es müsste es sogar geben. Topspin, around the world, blah, 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 blah. Aber Topspin kennt man ja eigentlich. Also Topspin ist ja so eine Attraktion, da sitzt du halt so drin und du wirst die ganze Zeit... Du überschlägst dich halt. Und mit Wasser wirst du angespritzt und sonst was. Immer enorm gefeiert. Immer. Ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich geliebt. Allerdings kam dann irgendwann mal die Zeit, wo es nicht mehr so Spaß gemacht hat. Nicht, weil das ganze Konzept mir keinen Spaß mehr macht und ich
zu alt geworden bin für, hey, du tust dich jetzt mehrmals überschlagen und dir wird nicht schlecht dabei. Nee, das kann ich immer noch machen. Allerdings bin ich zu groß geworden. Also du kannst dir wirklich vorstellen, ich war mit Freunden auf dem Volksfest und ich dachte mir, geil, wir fahren jetzt wieder Topspin. Hab mich so ultra darüber gefreut. Und dann setzt du dich rein und diese ganze Fahrt ist einfach nur verdammt schmerzhaft. Also wirklich, wirklich schmerzhaft. Das war echt nicht mehr feierlich. Also ich bin da wirklich rausgekommen und hatte einfach Blutstriemen an meiner Schulter, weil ich zu groß bin. Das verstehe ich halt nicht, warum man da nicht irgendwie, wenn man so etwas hat, nicht nur quasi sagt, man muss eine Mindestgröße haben, sondern quasi auch eine Maximalgröße, weil ich glaube kaum, dass irgendjemand da jetzt so rauskommen will und möchte unbedingt Blutstream haben. Wer will denn das? Das will doch keiner. Und ich verstehe es einfach nicht, wieso Leute, also solche Fahrgeschäfte, natürlich ist es wichtiger, dass man daran denkt, dass man groß genug ist, damit man nicht rausfällt. Andererseits geht es ja bei solchen Sachen ja darum, dass du letztendlich, es geht ja ums Wohl des Kunden und der Person, die fährt. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, wieso man sich nicht die Mühe geben kann und sagen kann, okay, hey, ja, wir werden zwar vielleicht ein paar Euro verlieren, indem wir quasi sagen, dass es eine Maximalgröße gibt. Allerdings hast du da nicht solche Leute wie ich und ich muss ehrlich sagen, okay, ich bin verglichenerweise mit vielen Leuten ein bisschen größer. Über 1,90. Bin ich sehr froh drum. Ich wurde mit guten Genen ausgestattet. Allerdings verstehe ich ihn halt eben nicht. Wieso müssen wir großen Menschen leiden? Wieso müssen wir das durchmachen? Vor allem, ich bin halt wirklich reingegangen, also natürlich, man wächst während der Pubertät recht schnell. Und ich war es einfach nicht gewöhnt. Ich war es einfach sowas von nicht gewöhnt. Ich war einfach irritiert, ein wenig verängstigt, weil ich mir die ganze Zeit dachte, hä, irgendwas kann nicht stimmen. Weil ich bin die letzten Jahre doch auch damit gefahren, wieso tut das nicht so weh? Und das kann ja nicht normal sein, dass das weh tut, weil warum sollte man rausgehen und Blutstreben haben, ne? Ja, das ist eine doofe Sache. Dementsprechend mein Beileid an alle anderen, die leider auch zu groß sind, um sowas zu fahren. Auch mein Beileid an die Leute, die es gerne fahren wollen würden, aber nicht können, weil ja, vielen Leuten wird einfach schlecht bei sowas. Aber würden es quasi gern fahren. Dementsprechend auch mal da mein Beileid. Aber es war einfach ein Schock für mich. Es war einfach so ein mega Schock für mich. Wenn du jedes Jahr damit gefahren bist und dich gefreut hast, jedes Mal aufs Neue und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen geht so, du darfst damit nicht mehr fahren. Ja, fühlst dich halt schon ein bisschen. Es ist mal ein bisschen traurig. Man ist schon ein bisschen traurig. So. Jetzt habe ich mich ausgekotzt. Gibt's hier vielleicht sowas wie eine Kugel? Ich glaube, die Eiskugel ist zu groß, ne? Ja, die ist zu groß für eine. Obwohl, warte mal. Wenn wir das jetzt orange werden. Es ist. Warte mal. Ja, doch, eventuell könnte man damit arbeiten. Wenn man die so irgendwie hinlegt. Eventuell das noch zur gleichen Farbe macht wie das andere. Es ist halt sehr schrumpelig. Eine sehr, sehr schrumpelige Orange. So. Eventuell gibt es ja noch irgendwelche Blätter, die man dann benutzen kann. Blatt. Zweig. Nein. Doch irgendwas, das halt aussieht wie so ein Blatt halt. Was man da so hinmachen kann. Oder wie so ein Stiel. Bordstein? Nee, das gefällt mir nicht. Nein. Eventuell gibt es hier Orangen. Nein, gibt's natürlich nicht. Zitrus.
Zitrone. Nee, sowas gibt's tatsächlich nicht. Hm. Oh Mann. Wir können Galpi-Sachen machen. Sponsored by Galpi. Das könnte man tatsächlich wirklich machen. Nur bin ich noch schon hundertprozentig, bin mir nicht sicher, wie ich es anstellen wollen würde. Sieht jetzt schon ein bisschen affig aus mit diesen Orangen, die hier rumliegen. Aber ich finde es besser als gar nichts. Muss ich ehrlich sagen. So, warte. Die Farbe ändern wir jetzt noch. Oder auch nicht, sondern tun es erstmal platzieren. Meine Stimme macht gerade nicht mit. Warum? So, dann ändern wir das noch hier. Und die Farbe. Und du kannst gerne die hellere Farbe bekommen. So, da haben wir ein paar Orangen rumliegen. Könnte geiler sein, aber ist, finde ich nicht schlimm. Finde ich echt nicht schlimm. So, dann könnten wir jetzt ja noch... Nee, malen. Was ist denn das? Fels, Sand, Fels, Gras. Nee, Stärke, Größe würde ich gerne kleiner machen. Vielleicht auch ein bisschen mit der Stärke runtergehen, damit es so... Willst du so ein bisschen... Genau, dass der Boden halt so ein bisschen aufgewühlt ist. Das sieht immer noch so ein bisschen realistisch aus. Weil ich meine, die sind ja noch nicht groß, die Bäume. Die wurden vielleicht gerade eben erst hingepflanzt. Dann hat das schon so ein bisschen so einen kleinen Effekt, was das Ganze angeht. Hier noch ein bisschen und da. Außerdem finde ich allgemein, dass es schöner aussieht, wenn... die Landschaft nicht halt komplett grün ist, sondern wie da hinten, sondern man hat so ein bisschen eine Varietät, was das angeht. Finde ich, sieht wesentlich schöner aus. So. Hier noch. Da. Oh, das war ein bisschen verzogen jetzt gerade. Okay. Tatsächlich kann man Wege ersetzen. Ist das möglich? Ich hätte gerne so einen natürlichen Weg da eigentlich. Ja, das funktioniert. Und da und da und da. Da läuft man zwar hier so einen natürlichen Weg rein, aber dann so ein bisschen... ja, naturell wieder raus, was das Ganze angeht. Können wir noch so ein bisschen Sand vielleicht hinmachen? Vielleicht eventuell sieht man das ja. Ja, auch die Stärke ein bisschen hochstellen. So, und von da hinten aus. So, noch ein bisschen hier und da. Und so, das... So. Doch, das gefällt mir. Sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, wie ich mir vorgestellt habe. Vielleicht wäre hier noch irgendwas schön, wenn da irgendwie ein Schild wäre oder sowas. Aber fürs Erste sieht es doch eigentlich ganz cool aus. Eventuell könnte man das gleich auch hier machen. Und ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt eigentlich? 123, ja, ist klar. Schön. Ah, wir brauchen mehr. Wir brauchen definitiv mehr. Okay, ich hab meine Zeit nicht gestellt. Oh Gott. Innerlich ein bisschen Panik bekommen. Nur ein bisschen. Zack. 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 Ich weiß nicht, ich finde irgendwie gerade die Idee, dass das hier so... Ich hab die Obstbaum-Sachen. Fand ich hier eh schon irgendwie so im Generellen für mich so eine echt interessante Idee. Daraus kann man bestimmt viel machen, wenn man dann auch irgendwie auch so eine Fahrt hat, die dann irgendwie Saftpresse oder sowas heißt. Das wird jetzt nicht so gerade. Leider.
Allerdings könnte man das, wie gesagt, natürlich noch ein bisschen ausbauen. Aber fürs Erste bin ich echt... Ich bin gut zufrieden damit. Ich hab vergessen, die ganzen Dinger zu drehen. Jetzt sehen sie alle gleich aus. Aber auf einer Plantage sieht eh alles recht ähnlich aus. So, kopieren. Alle sind am Schreien. Eigentlich müssen wir uns jetzt dann auch noch um die Deko bei der Achterbahn kümmern. Weil die ist ja schon eher so mau. Allerdings weiß ich da echt noch nicht, wie ich das machen werde. Eventuell kann man da wirklich auf das Märchenzeug hinaus. Weil, warum nicht? Ich habe auch tatsächlich die letzten Tage versucht, was zu bauen. Also quasi so Speedbuilding-mäßig. Ja, es ist leider nicht so hundertprozentig rausgekommen, wie ich wollte, aber... Eventuell gibt es das noch zu sehen. Mir ist nämlich eingefallen, während ich nämlich das Teacup, das Teetassenkarussell verändert habe, habe ich mir gedacht, hey, raus aus meinem Sumpf, Shrek und sowas. Und mir ist mir eingefallen, es gab doch diese Stadt Duloc vom Lord Farquaad. Und das war ja alles auch so ein bisschen im Märchenstil, auch gut passend zu diesem bayerischen ganzen Themenpaket, was es hier gibt. Und dann habe ich das versucht nachzubauen. Warum rede ich jetzt eigentlich darüber? Ich könnte eigentlich das wirklich einfach hochladen, weil da müsste ich dann auch noch ein Audio aufnehmen, weil ich habe das quasi nicht so... Ich habe quasi die in-game auch den Ton rausgemacht. Warum erzähle ich darüber, frage ich mich gerade. Ich wollte eigentlich nur nochmal bauen, aber jetzt bin ich voll hin und her gerissen, was das ganze Thema angeht. Was wollte ich sagen? Ja, da kommt eventuell noch was. Bin ich mir noch nicht sicher. Hm. Es ist nicht so schön geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, leider. So, mir sind nämlich immer mehr Aspekte aufgefallen, während ich das Ganze gebaut habe. So. Cool. Nee, da will ich es gerne nicht so lassen. So, damit das... Wir haben wahrscheinlich immer noch eine ganz schlechte 125 inzwischen. Ich glaube, wir müssen irgendwas richtig Krasses machen. Damit wollen die Leute irgendwie auch nicht hundertprozentig fahren. Was sagen die denn darüber? Aber ziemlich schnell vorbei. Oh. Das hört man nicht so gern. Was gibt's denn hier für schöne Märchensachen? Als ich klein war, war ich immer auch in einem Freizeitpark. Und da gab's dann so einen Märchenwald. Der war richtig, richtig süß gemacht einfach. Da gab es dann so kleine Hütchen. Und da konnte man auf so einen Knopf drücken. Bisschen Fass auf der Marktstraße. Ja, da konnte man auf einen Knopf drücken und da wurde quasi einem das Märchen erzählt. Das war nicht immer richtig, richtig schön gemacht. Es wurde halt so dargestellt mit so... Auch mit so Animatronics, könnte man sagen. Es waren halt damals noch so, ja, so schlichte Puppen, könnte man sagen. Also so ein bisschen marionettenmäßig. Ja komm, der kann da ruhig stehen. Da freuen sich die Leute vielleicht ein bisschen. Oh Gott. Oh ja, das würde mir gefallen. Oh ja, wenn hier so die Lampen lang gehen. Oh ja, das gefällt mir gut. Der Weg ist auch viel zu lang für die Attraktion eigentlich. Weil kein Schwein würde damit fahren wollen. Also zumindest nicht so viele.
Eventuell so ein bisschen was Hogwarts-mäßiges. Eventuell. Eventuell. So, und hier machen wir auch noch ein paar hin. Zack. Und zack. Die kleinen Hüttenlampen. Sind bestimmt Kobolde drin. Oh, ein Hexenhaus. Oh, das müssen wir ja nicht da unten irgendwo platzieren. Oh, eventuell hier so hin. Warte mal, erstmal weiter runter. So ein Hexenhaus wäre wahrscheinlich auf Stelzen, ne? Ja, da sieht man's. Das wäre in einem Baum. Baue ich das mal hier hin? So ein Gruselbaum kann das vielleicht halten. Weiter, dass der Gruselbaum auch wirklich die Leute anschaut. So. Ne, das muss noch ein bisschen weiter vor. Jedenfalls, ich habe mich immer, als wir in diesem Freizeitpark waren, habe ich mich immer sehr auf dieses Märchenteil gefreut, weil es hat sich auch irgendwie immer so ein bisschen verändert. Wenn ich auch gerade drüber nachdenke, ich bilde mir ein, dass das auch irgendwann mal abgebrannt, aber 100%ig sicher bin ich mir gerade nicht. Dramatisch. Komplett dramatisch. Nee, aber es war schon echt cool. Es war schon verdammt cool. Ach, der Baum ist für das Hexenteil. Ja, dann ändern wir das nochmal. Zack, zack, zack. Dann machen wir da einen Hexenbaum halt hin. So. Und dann können wir das noch ein bisschen nach oben schieben. Nein, das ist das Falsche gewesen, was ich gedrückt habe. So, ein bisschen nach oben. Und noch ein bisschen nach hinten. Ich war tatsächlich gar nicht mal so oft in irgendwelchen Vergnügungsparks oder sowas. Bei uns gibt es halt immer so einen großen Rummel, von daher war es halt einfach nicht nötig, da halt hinzugehen. Weil man halt sowas eigentlich direkt vor der Tür hatte. Ich glaube zweimal im Jahr oder dreimal? Ne, zweimal. Zweimal im Jahr hat man das Ganze. Von daher, warum sollte man dann halt da halt wirklich hingehen? So. Hat ja keinen Sinn. So, dann machen wir noch so einen Märchenbaum hin. So, zack. Dann sieht es auch ein bisschen schöner aus. Es sieht alles echt nicht so hundertprozentig aus wie, hey, das ist von einem Meister gemacht. Aber ich denke mir nach wie vor immer, es könnte wesentlich schlechter sein. Es könnte wesentlich schlechter einfach sein. Und deswegen bin ich da immer noch sehr, sehr zuversichtlich, was das Ganze hier angeht. Ich schäme mich nicht. Jeder fängt klein an. So, die Hexe hat auch ein Haustier. Das schläft draußen auf der Veranda. Cute. Sehr, sehr süß. Die Märchenband. Oh, das wollte ich auch noch quasi dann hinbauen, weil... Also ich muss ehrlich sagen, da müssen die Leute sich doch... Da müssen sie sich doch an den Film orientiert haben. Also wer den Film nicht geschaut hat, da kommen genau solche Figuren eigentlich vor. Willkommen in dieser Duloc-Welt. Es gibt Regeln hier, wie sie uns gefällt. In Reihe und Glied singen brav unser Lied. Duloc ist die Superwelt. Oh, wie ging das nochmal weiter?
Schade, ich weiß es leider nicht mehr. Die stelle ich jetzt hier irgendwo hin. Die Duloc-Märchenband. Ah, ist das schön. Ein königlicher Pavillon, was? Oh. Oh. Oh, das erinnert mich wieder voll an Alice im Wunderland. Oh, das ist alles wirklich wunderschön hier. Wunderschön. Palastbrunnen. Eieiei. Wow. Kann man sich so einen wunderschönen Brunnen auch machen? Das ist sehr, sehr cool. So ein Schloss sich zu bauen, das ist auch hart geil. Rechteckende Scheune? Oh, die Scheune, wir können die Scheune hier neben platzieren. Und dann ist das. Oder wir machen so ein Zelt draus. Aber das ist nicht so groß, ne? Das ist groß. Da können wir es reinstecken. So. Haben wir hier noch ein Zelt? Dann können wir hier vielleicht so eine kleine. Ja, wie so eine Anlage machen. So mit Robin Hood und Bogenschützen und Ritter und sonst irgendwas. Und da fängt dann halt das Dorf an. Sofern ich so weit komme. Und ich Lust habe, das so weiterzubauen. Es ist halt. Das Ding mit solchen Sachen ist immer. Man will immer wesentlich mehr machen, als es eigentlich. Oh. Das ist cool, dass sowas gibt. Nee, man will halt irgendwie. Man hat viele Ideen, dann merkt man, dass wieder es nicht klappt. Dann versucht man halt irgendwie andere Sachen. Man muss es einfach mal selbst spielen, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Kann es jedem nur ans Herz legen. Einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Das macht echt verdammt viel Spaß. Boah, so ein Mühlenrad. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klapp, ey. Oh, das wäre echt schön, wenn jetzt hier so Wasser langlaufen. Aber das machen wir. Komm. Terrain. Formen. Die Leute wollen einen schönen Park haben. Ich skipp den schönen Park, du. Okay, das ist zu klein. Brauchen mehr. Brauchen stärker. Okay, das ist, glaube ich, zu viel. Obwohl, so ein bisschen geht noch. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Tohu stets wach. Klipp, klapp. Er spielt Planet Coaster. Oh, Errungenschaftsfortschritt immer noch unterbewertet. Wir sind immer noch nicht gut genug für das Spiel. Ich hätte hier gerne so einen Tunnel machen. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Doch, das geht, das geht, das geht. Es funktioniert. Alles nach meinem Plan. Ha, 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 ha. So, dann kann man hier nämlich. Oh, das ist wie damals, wenn man eine Sandburg gebaut hat und dann immer so diesen. So einen Tunnel machen wollte und immer Angst hatte, brichst jetzt nicht zusammen. Oh, das wird toll. Ich glaube, das ist schon durch. Ja, das ist schon durch. So. Mir ist auch nur dezent warm übrigens. Und jetzt die letzten Tage so ewig warm geworden einfach. So enorm derbst warm. Und ich musste zum Aufnehmen mein Fenster zumachen. Weil sonst könnte man die ganze Zeit irgendwelche Züge hören, die hier lang fahren. Ich glaube, das möchte man nicht. Ich meine, ich habe schon genug Störgeräusche irgendwie. Nicht nur irgendwie, das liegt einfach daran, weil ich kein gutes Mikrofon habe. Sondern weil ich mit einem kleinen Headset aufnehme. Ja, und
Ich will das quasi nicht irgendwen antun. Das ist nämlich nicht... Das wäre nicht so schön, weil die sind doch nicht sonderlich leise, könnte man sagen. Und schon sehr, sehr, sehr laute Züge, du. Sehr, sehr laute Züge.